Mein Name ist Ulrich Reiner. Ich bin Projektleiter bei der Hager Group und bin zuständig für Innovationsprojekte im Bereich Elektromobilität. Bei dem BIG-Projekt handelt es sich um ein Projekt zum Thema bidirektionalen Laden. Hier im Projektaufbau sehen wir das Gesamtsystem, bestehend aus unserer Ladeinfrastruktur. Als Basis dient hierzu das Hauskraftwerk von E3DC. Kombiniert ist das Ganze mit einem speziellen Energiemanagementsystem. Das Auto ist ein Audi e-tron, der erweitert wurde um die bidirektionale Ladefunktion in der prototypischen Umsetzung. Mein Name ist Martin Dehm, ich bin Entwickler bei der Audi AG im Bereich der intelligenten Ladefunktion. Beide Systeme harmonieren hier perfekt. Wir haben einen sehr großen Batteriespeicher des Fahrzeugs kombiniert mit dem Hausspeicher und die Ergänzung geht in beide Richtungen. Wir haben hier ein Elektrofahrzeug, das entsprechend bidirektional ladefähig ist und somit das Haus und die häusliche Infrastruktur versorgen kann. Im Falle von Stromausfällen ist es sogar möglich, das Haus sozusagen Notstrom zu versorgen und das Fahrzeug dafür zu verwenden. Die Besonderheiten des Forschungsprojekts sind eigentlich die Schwerpunkte, die wir gesetzt haben, nämlich in Wirtschaftlichkeit zum einen und Sicherheit und Autarkie zum anderen. Wirtschaftlichkeit wird darin berücksichtigt, dass über die Energiemanagement-Algorithmen die Stromkosten optimiert werden, sodass hier die Energieflüsse hocheffizient verteilt werden im Gebäude und zum Fahrzeug hin. Die größten Herausforderungen waren, sich darauf einzulassen, was die Anforderungen der Gegenseite des Projektpartners sind. Die Automobilindustrie auf der einen Seite, aber auch dann die Elektroindustriebelange zusammenzuführen und das Know-how auf beiden Seiten zu bündeln. Technologisch hatten wir natürlich auch einige sehr spannende Themen, beispielsweise sehr komplexe Zusammenhänge sehr einfach darzustellen und zu entwickeln. Dass fahrzeugseitig jederzeit sichergestellt sein muss, dass der Fahrzeugakku nicht über alle Maßen beansprucht wird und sich nicht zusätzlich abnutzt. Um am Ende dem Kunden auch eine Funktion zu liefern, die sehr einfach funktioniert. Wenn dieser Prototyp dann in ein Produkt übergeht, wäre das sehr interessant für einen Eigenheimbewohner mit der eigenen Solaranlage auf dem Dach und dem Elektrofahrzeug in der Garage. Wir haben hier gemeinsam zwei Welten zusammengebracht und damit ein super Ergebnis erreicht, was allein so nicht möglich gewesen wäre. Das Gesamtsystem aus Elektrofahrzeug und der bidirektionalen Ladeinfrastruktur bietet zukünftigen Nutzern einen deutlichen Mehrwert und kann auch ein wichtiger Bestandteil der Energiewende werden.